Hallo ihr Lieben, in diesem Mini-Vortrag geht es um die Liebe und ihre biologischen Wurzeln im weitesten Sinne, historisch-biologischen. Ich gehe ja immer davon aus, dass wir tatsächlich mal irgendwie in so Kleingruppen durch die Savanne getigert sind, in so großfamiliären Verbänden, die sich vielleicht auch ab und zu zusammengetan haben, um irgendwelche größere Dinge zustande zu bringen, aber dann wieder getrennte Wege gegangen sind, die vielleicht auch Allianzen geschmiedet haben oder sich bekriegt haben, hochwahrscheinlich. Und dass das so ein bisschen die Wurzel ist, warum wir Beziehungsfragen kaum rauskriegen können aus unserem Denken oder aus unserem Verhalten. Also beständig verhandeln wir die Frage miteinander, wie stehst du zu mir, wie stehe ich zu dir, magst du mich noch, magst du mich überhaupt, wie stehen wir statustechnisch zueinander, hast du hier das Sagen, habe ich hier das Sagen, warum stabilisieren wir diesen Status oder stabilisieren wir ihn eben ganz bewusst nicht und lassen ihn fluide, also im Sinne von, dass er sich ständig wechselt, wer jetzt gerade tonangebend ist und wer nicht. Das kriegen wir einfach nicht raus, weil es wahrscheinlich mal existenziell notwendig für uns war, zu einer Gruppe zu gehören und da auch eine klare Zugehörigkeit zu haben. Ich halte das auch für gar nicht so super problematisch in der modernen Großgesellschaft, dass das weiterhin so ist, dass wir das ständig haben, weil es zugleich auch der Grund ist, warum wir dieses Verbundenheitsding so gar nicht wegkriegen. Also wenn man sich fragt, also natürlich, dass Liebe in einem ganz bestimmten Sinn ist ein modernes Konzept. Man kann das, also es gibt Forschung dazu, die sagt, die Erfindung der Liebe dann und dann in der und der Form. Aber auf eine gewisse Weise hält sich das Bedürfnis dahinter halt unglaublich hartnäckig. Also da gibt es was, was sozusagen vor aller Kultur ist, wenn man das so denken will, was einfach da was mit was zu tun hat, wie wir, woher wir als Spezies wohl wahrscheinlich kommen. Und diese Frage eben, diese Beziehungsfragen oder diese grundlegende Sehnsucht nach Geborgenheit in Beziehungen, die wir uns eben gegenseitig schenken können, das ist so eine Naturanlage meiner Meinung nach. Da kann man wirklich mal fragen, ob wir das wirklich in unserer Gesellschaft derzeit so nutzen, wie das eigentlich von unserer Biologie her durchaus möglich ist. Also ob wir da wirklich unser zwischenmenschliches, soziales Potenzial wirklich heben, wirklich zur Geltung bringen. Ist ja so, dass wir Menschen wirklich sehr, sehr viel aushalten können, wenn wir wissen, da sind Menschen, auf die wir uns verlassen können, wenn wir zum Beispiel uns gerade nicht mehr um uns selber kümmern können oder die uns auch selber einbremsen, wenn wir uns mal verlaufen, wenn wir uns völlig verrannt haben, auch in eigenen Projekten oder eigenen Gedanken oder eigenen Marotten, Gewohnheiten, Spleens, Süchten, was uns als Menschen, halt als einzelne Wesen immer wieder passiert, auch völlig normal. Und je nachdem, wie gut unsere Beziehungen zueinander sind, gibt es halt ganz andere Möglichkeiten. Und es kommt mir so vor, als ob wir halt uns in der Fülle der Artefakte, die wir hervorgebracht haben durch unsere Zivilisation, was ja an sich, lauter wirklich an sich tolle, geile, abwechslungsreiche, großartige, lebenserleichternde Dinge sind, dass wir immer wieder aus den Augen verlieren, was für uns Menschen das eigentlich Wesentliche ist. Also man kann das in die Formel fassen, wenn dann irgendwann mal, wie soll man sagen, das letzte Computerspiel wirklich bis zum Ende durchgespielt ist, vielleicht mehrmals, wenn der letzte Berggipfel erstiegen ist, das letzte Produkt hergestellt ist, wenn all diese Dinge abgefrühstückt sind, merkt man, dass so die wahre Erfüllung oder wenn jeder Gedanke auch vielleicht gedacht ist, merkt man, dass das alles so auf der rein menschlichen Ebene nur so teilbefriedigend ist. Ja, alles hat seine Berechtigung, ja, sonst gäbe es das gar nicht im menschlichen Leben, wenn es uns gar nichts geben würde. Aber also dieses tiefere Zeug, das hat oft was mit Beziehungen zu tun. Und jetzt ist es aber so, dass in unserer Gesellschaft wirklich gute Beziehungen gar nicht so leicht zu finden sind. Es hat nicht nur was mit der Ablenkung durch all diese Dinge und all diese Möglichkeiten zu tun, all diese Spielereien auch, all diese Gesellschaftsspiele auch, die wir miteinander spielen. Sondern es hat auch was damit zu tun, dass die Beziehungsangebote oft wie soll ich sagen, vergiftet sind, wenn man so will. Ne? Also es ist sehr viel Konkurrenz, sehr viel Unerbittlichkeit, sehr viel Angst ist permanent im Spiel, wenn wir Beziehungen eingehen. Und das ist eigentlich jetzt so, wenn man sich anschaut, unser Herkommen wahrscheinlich in relativ überschaubaren Kleingruppen, da gab es halt unbedingte Beziehungen.
Unbedingt in dem Sinne, weil die Gruppe war wahrscheinlich stärker, wenn sie also auch nicht so klein war. Deswegen war irgendwie auch jeder wichtig. Was auch immer in dieser Gruppe war, man konnte sich eigentlich darauf verlassen, dass die Menschen, von denen man umgeben war, einen ne? Heute würde man sagen, von der Wiege bis zur Bahre, von Anfang bis zum Ende begleiteten. Also es war nicht so dieses, der Mensch kommt allein und der Mensch geht allein und im Grunde ist der Mensch die ganze Zeit allein. Ich vermute, dass dieses Lebenskonzept oder diese Lebenssicht oder Weltsicht unseren Vorfahren ziemlich absurd erschienen wäre. Wir haben aber halt eine Gesellschaft, eine liberale Gesellschaft, die große Vorteile hat. Ich bin ein Riesenfan der liberalen Gesellschaft, die aber auf der Beziehungsebene tatsächlich viele Potenziale ungenutzt lässt. Und diese Sehnsucht, die bei den meisten Menschen zu spüren ist, nach wirklich guten Beziehungen, nach Menschen, die einen wirklich verstehen, denen man wichtig ist, die da auch nicht locker lassen, die einen auch in einem sehr positiven Sinne nicht in Ruhe lassen, aber eben nicht, weil sie einem irgendwas aufschwatzen wollen oder nicht, weil sie ihre Filme mit einem fahren, sondern weil sie wirkliches, echtes Interesse haben. Da ist ein unglaublicher Hunger. Und dieser Hunger, glaube ich, geht deswegen nicht weg, weil er einfach Teil wirklich unserer psychischen DNA, unserer Verfassung, unserer Biologie ist. Und das ist ein sehr glücklicher Faktor, dass diese Sehnsucht, dieser Hunger unsterblich ist. Weil wir uns dadurch also nicht so weit verlaufen können, dass wir das nicht irgendwann irgendwie merken oder auf uns zurückschlägt. Ich glaube, dass Menschen unglaublich beruhigend, also wir können unglaublich beunruhigend füreinander sein, wir können aber auch unglaublich beruhigend sein. Beunruhigend können wir sein, weil wir alle antizipieren, das ist so wieder dieser Hobbes'sche Krieg alle gegen alle, dass mit Menschen, wenn wir mit denen einen gemeinsamen Raum einnehmen, und das meine ich in einem sehr allgemeinen Sinn, also sehr auch abstrakt, aber auch gleichzeitig sehr konkret, also sowohl buchstäblich als auch metaphorisch, wenn wir mit anderen Menschen in einem Raum sind und wir sind mit denen nicht gut gestellt oder wie wir zueinander stehen, ist nicht auf eine gute Art geklärt, dann ist halt wirklich jeder Mensch, jedes Menschen Feind. Weil wir einfach wissen, auf der anderen Seite sitzt der Wesen, das hat auch ein Gedächtnis, das kann auch antizipieren, das kann auch vorausschauend handeln, das hat genauso viel Angst vor mir wie ich vor ihm. Naja, und dann rüsten halt beide Seiten auf, genau wie der Thomas Hobbes das in seinem 13. Kapitel des Leviathan beschrieben hat. Das passiert in vielen Firmen, das passiert in vielen Familien, das passiert in vielen Nachbarschaften, das passiert zwischen Ländern, das passiert auch innerhalb von Ländern. Ne? Das sind dann so Zustände, die sind so präbürgerkriegsmäßig und manchmal münden die dann auch wirklich in reale Bürgerkriege. Das ist halt einfach, wenn wir miteinander nicht befreundet sind, nicht zuverlässig, wenn wir uns nicht darauf verlassen können, dass der andere im Grunde mehr davon hat, wenn er sich gut um mit uns stellt und in die Beziehung investiert, als wenn wir halt aneinander vorbeileben und dann automatisch Feindschaft entsteht. Das ist einfach eine Grundgegebenheit des menschlichen Lebens, die mir eben auch mal wieder zu wenig Beachtung bekommt generell, dass Beziehungen eben, wenn sie nicht gepflegt werden, nicht neutral sind. Also Beziehungen brauchen aktive Pflege, weil neutrale Beziehungszustände gibt es nicht zwischen Menschen. Wenn man nichts tut, wird es automatisch schlechter. Das hat meines Erachtens zum Beispiel schon der Thukydides relativ klar gesehen in seinem Geschichtswerk Der Peloponnesische Krieg. Auch die Griechen haben das in dem Sinne halt verstanden, indem sie diese kleisthenischen Reformen gemacht haben. Die sind auch meines Erachtens aus dieser Erkenntnis hervorgegangen, mindestens unbewusst, vielleicht aber auch bewusst, dass wenn wir nicht aktive Beziehungspflege machen, wir automatisch auseinander diffundieren. Wenn wir auseinander diffundieren, verstehen wir einander nicht mehr, es passieren Missverständnisse. Spätestens dann beginnt die Aufrüstung auf beiden Seiten. Spätestens dann hat man Feindverhältnisse. Und dann werden diese ganzen Gaben, die Menschen haben, also diese ganzen Findigkeiten, Fähigkeiten, werden genutzt, um gegen andere Menschen zu bestehen. Ne? Also das ist dann praktisch gegen die Investitionen der Menschen in militaristische Ecken. Wir bauen dann Waffen, wir bauen dann Rüstungen, wir bauen dann Burgen, wir bauen dann Maschinen, um diese Burgen einzureißen. Wir bauen Minen, wir bauen Minenräummaschinen. Da geht dann ganz viel Findigkeit in diesen Krieg aller gegen alle. Findigkeit, die auf der Basis guter Beziehungen, wo wir von unseren Mitmenschen nichts zu befürchten haben, in ganz andere Ecken gehen. Auch das findet man bei Thomas Hobbes ganz eindeutig präfiguriert, beschrieben, en Detail, mit absoluter Klarheit. Naja, Mitte des 17. Jahrhunderts. Das ist also allerspätestens. Wahrscheinlich gab es dieses Denken schon in dieser Klarheit auch früher. Nur ich kenne es nicht oder habe da keinen Zugang zu oder bin noch nicht drüber gestolpert. Genau. Also ob wir miteinander in guten oder in schlechten Beziehungen sind, ist so essentiell für uns Menschen,
dass wir aus diesem Grund heraus eigentlich beständig aktive Beziehungspflege machen müssen. Und jetzt leben wir halt heutzutage in Großgesellschaften. Und Großgesellschaften bedeutet, das überfordert uns als Einzelwesen. Also wir können ja nicht mit all unseren Mitbürgern Beziehungen pflegen als Einzelner. Das geht schon über die körperlichen Limitationen nicht, dass wir halt alle in einen Körper gebunden sind. Das heißt, ein begrenzter Radius. Unsere Beziehungsfähigkeit ist in vielfacher Hinsicht begrenzt. Nicht aber übrigens grundsätzlich. Also Menschen sind immer wieder überrascht, wenn sie wildfremden Menschen begegnen, wie schnell sie, wie tief sie sich mit ihnen verstehen können. Also es ist nicht praktisch eine prinzipielle Ebene, auf der Ebene niemand, man kann mit vielen Leuten überhaupt nicht andocken. Das ist meines Erachtens, überhaupt nicht der Fall. Sondern es geht halt nicht gleichzeitig. Und wir sind halt eben auch körperlich einfach begrenzt. Und medial lässt sich es eben auch nicht kompensieren. Insofern ist praktisch wirklich die Frage, mit wie vielen Menschen kommen wir in gemeinsamen Räumen zusammen, physisch, und haben dort gute Beziehungen, indem wir uns zuhören, indem wir uns Verständnis spiegeln, indem wir auch den anderen immer wieder neu entdecken. Und Großgesellschaften stehen da halt einfach vor ganz besonderen Herausforderungen, weil wir Menschen von unserer Biologie her, von unserem Herkommen her, von unserer Genealogie her nicht dafür ausgelegt sind, nicht dafür gemacht sind. Also wir brauchen dann halt da die Kunst, die Ars, die Technik. Und das ist halt meines Erachtens die Politik. Also die Politik wurde ursprünglich zu diesem Zweck erfunden, um Menschen ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen, über diese Kleingruppengrenze hinaus, die wahrscheinlich ungefähr bei 150 Personen liegt. Und über diese Grenze hinaus beginnen dann Kriegerverhältnisse, strukturell. Da kann niemand was dafür. Also keiner von uns kann was dafür, dass dann sich Lager bilden, Parteien bilden, die sich hinter Führern sammeln. Die ja werden dann technisch oft Aristokraten genannt, Herzöge. Ja. Das sind also kriegerische Verhältnisse. Und diese kriegerischen Verhältnisse hat man immer wieder in der menschlichen Geschichte festgestellt, sind hoch unproduktiv, weil wir da so viel zerstören, so viel kaputt machen. Vor allem aus meiner Sicht Vertrauen oder Beziehungskapital, aber eben auch einfach reine Produktivkräfte auch. Also wenn man die gleichen Kräfte zu friedlichen Zwecken nutzt, die wir halt dann oft dazu nur einsetzen, einander irgendwie in Schach zu halten oder sogar platt zu machen oder zu erobern oder zu versklaven oder der eigenen Versklavung zu entgehen. Wenn wir das also alles gar nicht müssen, haben wir ganz andere Möglichkeiten. Und um diese Möglichkeiten zu generieren, haben wir eben diese Möglichkeit der Politik erfunden und als logische Konsequenz aus ihr letztlich die Demokratie, weil wir dann irgendwann festgestellt haben, dass das nur demokratisch geht, also dass geloste Bürgerversammlungen da ganz zentral sind dafür, dass das wirklich funktioniert. Also dass Politik das leisten kann, wozu Politik erfunden wurde. Eben diese Feindschaftsverhältnisse zwischen uns rauszukriegen in Großgruppengesellschaften, die diese Kleingruppengröße mit dem Alpha-Weibchen oder Alpha-Männchen an der Spitze, wo diese Lösungen einfach nicht mehr funktionieren. Ja, aus Gründen, die ich jetzt schon mehrfach in aller Länge und Breite versucht habe zu erläutern. Also nichtsdestotrotz haben wir, oder Gott sei Dank, haben wir dieses Beziehungsding am Start, von dem es praktisch kein Entkommen gibt. Auch mit allem Autismus nicht, auch mit aller Nerdhaftigkeit nicht, mit allem Intellektualismus nicht, ändert das alles nichts daran, dass wir am Ende politische Wesen sind, Beziehungswesen sind. Es ändert auch nichts daran, dass der Mensch irgendwann immer diese Kleingruppengröße überschreitet, also dass dann sowas wie Zivilisation beginnt, im engeren Sinne des Wortes, weil natürlich hatten auch diese Stämme Zivilisation oder Kultur, aber halt eine ganz andere. Und sobald da die menschlichen Gruppen, die sich irgendwie organisieren, dann größer werden, wird es wirklich interessant. Und da sind wir halt jetzt schon längst, schon seit ein paar Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden. Und nichtsdestotrotz haben wir eben das Bedürfnis nach Geborgenheit und eben auch dieses unglaubliche Potenzial, einander Geborgenheit zu schenken oder eben Liebe zu schenken oder gute Beziehungen zu schenken, wechselseitig. Und Menschen, die diese Sicherheit genießen, also die wissen, da sind Menschen, die sind für mich da, die springen für mich ein, die kümmern sich um mich, die phasen mich auch auf eine gute Weise ein, wenn ich mich anfange zu verlaufen. Aber eben nicht, um mich zu unterwerfen oder zu irgendwas zu kriegen oder auf eine negative Weise zu manipulieren, sondern es gibt eben auch sowas wie positive Manipulation, also eine Manipulation, die tatsächlich auch mein eigenes Wohlergehen mit einberechnet, voll und ganz, genauso wie das Wohlergehen anderer Menschen. Oder der Akteure, mit denen ich unmittelbar zu tun habe, also den anderen Menschen, die unmittelbar mit mir handeln.
Wenn ich diese Sicherheit wirklich genieße, weil die Gesellschaft mir spiegelt, du bist wichtig, wir brauchen dich. Ja, wir können auf dich gar nicht verzichten, wir wollen gar nicht auf dich verzichten. Wenn diese Sicherheit da ist, verhalten sich Menschen einfach anders, weil diese grundsoziale Angst, die wir alle haben, nämlich die Angst, aus der Gruppe geworfen zu werden und dann den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen zu werden oder dem feindlichen Stamm oder nichts mehr zu essen zu finden. Also sind ganz existenzielle Urängste, die sich mit Gruppenzugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit verbinden für uns. Da werden wahrscheinlich irgendwelche tiefen Hirnschichten aktiviert. Meine Vermutung einfach als absoluter Laie und Ahnungsloser. Das macht einen Riesenunterschied für unsere Lebensqualität. Also bedingte oder unbedingte zwischenmenschliche Beziehungen. Und wir leben halt in einer Gesellschaft derzeit, die schon sehr stark durchzogen ist von bedingten Beziehungen. Und zwar bis in den persönlichsten Bereich hinein. Also wir erleben nicht, dass Menschen zu uns stehen, egal was wir tun. Auch diese familiären Bindungen. Na, da kann man immer sagen, dass da im kommunistischen Manifest an dieser einen berühmten Stelle Marx und Engels wohl wirklich was gesehen haben. Wahrscheinlich haben sie es wie so vieles halt bei Hegel geklaut. Da ist auch irgendwie was dran. Ganz, ganz banal. Was auch immer man dann daraus für Schlüsse zieht. Aber wenn man sich heutige Familien ansieht in der zivilisierten Gesellschaft, wie auch immer man sie definieren mag, dann sieht man, dass das keine unbedingten Beziehungen mehr sind. Ne? Also auch Familienbande sind brüchig, extrem brüchig und es gibt eben Dinge, die man tun kann oder nicht tut, die dann dazu führen, dass diese Beziehungen nicht aufrechterhalten wird, dass das zwischenmenschliche Wohlwollen flöten geht und verloren geht und nicht auf Gedeih und Verderb aufrechterhalten wird. Also wir fliegen aus allen möglichen Gruppen raus, wir können das dann so ein bisschen verteilen, also wir können dann praktisch sagen, ich bin nämlich nirgendwo so richtig, ich habe halt viele, viele, viele Freunde, ich habe viele Vereine oder viele Sachen und solange es irgendeinen davon gibt, bin ich safe, ne? Ich habe aber so die Vermutung, dass uns das als Menschen nicht so ganz befriedigt. Das ist zwar eine kluge Lösung in unserer heutigen Gesellschaft, in der Moderne, in der liberalen Großgesellschaft, dass man praktisch viele Beziehungen pflegt und dann praktisch von den Einzelnen deswegen unabhängig ist, weil man immer noch andere hat. Ich glaube aber, dass von unserer DNA her, von unserem Herkommen her, von unserer Biologie her unbedingte Beziehungen, also Beziehungen zu Menschen, die wir nicht verlieren können, also dass da Menschen sind, die uns von Anfang bis Ende begleiten und dass da immer welche da sind, die zu uns stehen, egal was ist, dass das wirklich relativ wichtig ist für unser Betriebssystem, sage ich jetzt einfach mal. Natürlich gibt es sowas wie Tod, ne? Also ab wenn man ein bestimmtes Alter kommt, dann nehmen dann halt eben nicht die Geburten zu oder die Freundschaften zu oder die Hochzeiten zu, sondern nehmen halt die Begräbnisse zu. Das ist relativ normal, aber auch da sieht man ja, dass wenn die Bindungen gut sind, dass eben ältere Menschen ganz anders eingebunden werden in die Gesellschaft, dass die wichtig sind, dass die eine Funktion haben und dass die nicht so allmählich aus dem Leben rausgedrängt werden, im Sinne von, ist irgendwie ein überflüssiger Esser oder so. Oder, ach, du bist auch noch da. Und jetzt muss ich dich leider besuchen. Dumm. Das ist alles halt so in einer sehr, sehr entfremdeten, in einer sehr, sehr von bedingten Beziehungen durchzogenen Gesellschaft so, dass das dann alles ziemlich unangenehm ist. Und dass wir das uns auch nicht gewertschätzt fühlen, auch zum Beispiel für unsere Lebensleistung nicht, für all das Wissen, was wir angehäuft haben, für all das, was wir halt durchgemacht haben, bis um dahin zu kommen, wo wir halt heute sind. Was ja dann immer unsichtbar auch bleibt. Ja, das wissen wir. Und oft wissen wir es dann sogar selber nicht mehr. Wir vergessen ja Dinge, über die wir nicht reden. Ja, also wenn es nicht durch die Sprache reaktiviert wird oder durch aktives Erinnern anderer Art, dass man irgendwie alte Dias anschaut, alte Filme anschaut, alte Bilder anschaut, alte Postkarten nochmal liest, wenn man sowas noch kennt wie Postkarten. Also wenn man es nicht reaktiviert, man vergisst ja selber, was war. Ja, das Bewusstsein kann ja gar nicht das ganze unglaublich lange Leben, das wir haben, präsent halten. Gleichzeitig, ne, wir vergessen halt unglaublich viel und verklären auch die Vergangenheit in mehrfacher Form, ganz schrecklich. Ist aber völlig normal. Also wir können sehen, dass die Beziehungsqualität unserer Gesellschaft eigentlich die entscheidende Größe ist. Wie gestalten wir Beziehungen miteinander? Und ich glaube, das kommt eben aus der Biologie, das geht nicht weg. Das wird uns begleiten, solange wir irgendwie existieren. Und ist für mich eine unglaublich positive Kraft. Also es sorgt für unglaubliche Probleme in unserer heutigen Zeit, dass wir das brauchen.
dass wir eben so eine soziale Spezies sind mit einer sozialen Herkunftsgeschichte, Kleingruppenherkunftsgeschichte. Es ist aber auch das, was uns auf eine gewisse Weise nährt und uns auch gewisse Weise ganz positive Grenzen setzt. Also wann immer wir da den anderen zu sehr aus dem Blick verlieren, merken wir selber, dass irgendwas nicht stimmt. Uns fängt es an, schlecht zu gehen. Und das sorgt dafür, dass diese Sehnsucht nach guten Beziehungen quasi unsterblich ist. Also wenn ich jetzt noch sehr eine metaphysische Sprache hätte, würde ich sagen, das ist ein Gott. Ein sehr menschlicher Gott, na, wie alle Götter sehr menschlich sind, aus menschlichen Bedürfnissen entsprungen sind, aus menschlichen Hoffnungen, aus menschlichen Ängsten. Und es gibt eben auch so einen Beziehungsgott und der ist wirklich unsterblich. Ja, also auch noch der letzte Nerd oder der letzte irgendwas, Techie-Unabhängigkeitsfanatiker, Autarkie-Fanatiker, auch der letzte Krieger, kommt irgendwann an den Punkt, wo er merkt, Scheiße, und jetzt hätte ich gerne jemanden, der mich einfach in den Arm nimmt. Und zwar nicht, weil ich der Tollste bin. Oder ich sehe einfach unglaublich gern Kinder beim Spielen zu. Ja, manche übertragen das dann lieber auf Tiere, weil es da leichter ist. Weil diese ganze Bedrohtheit ist. Also das ist der Grund, warum uns die Beziehungen zu kleinen Kindern, zu ganz kleinen Kindern und zu Tieren so angenehm ist, oft, weil die halt abhängig von uns sind und uns auf eine gewisse Weise nicht gefährlich werden können, nicht bedrohen. Da gibt es diese Frage, magst du mich und bin ich wichtig für dich, ist halt immer schon beantwortet, weil die halt einfach abhängig sind von uns. Ja, die können nur sagen, ja, der Hund, der mit dem Schwanz wedelt, kann einen nur gut finden. Und das kleine Baby, wenn man sich nicht sehr früh sehr total verscherzt mit diesem kleinen Menschenwesen, und da muss man also wirklich sehr weit gehen, um das wirklich dann wirkungsvoll zu leisten. Also wenn man das nicht macht, diese ganz schrecklichen Dinge, dann wird man ja derart bejaht von diesen kleinen Menschenwesen, geht auf keine Kuhhaut. Also es ist unglaublich, ja, diese Bejahung. Das kann direkt gehen süchtig machen. Und da merken wir, das ist das, was wir eigentlich wollen voneinander. Wir wollen diese unbedingte Bejahung. Wir wollen dieses unbedingte Ja auch wirklich unmittelbar spüren, fühlen. Und wieder, das kriegen wir halt über schöne Worte nicht. Das kriegen wir nicht über komische Zettel, das kriegen wir nicht über komische Proklamationen. Das hat was mit Unmittelbarkeit zu tun. Und wir merken das auch sehr unmittelbar bei anderen Menschen. Also wir sind da sozusagen so gepolt, dass wir das wahrnehmen können. Schon von ganz kleiner Geburt an, also wenn wir ganz, ganz kleine Menschenwesen sind, können wir fühlen, wie andere Menschen zu uns stehen. Ja, und zwar, ich würde immer sagen, bis auf die Nano, aufs Nanogramm, bis auf den Milli irgendwas. Ja, das ist so, da haben wir ein Organ für, weil es halt so wahnsinnig wichtig für uns ist, dass wir Beziehungen anderer zu uns wahrnehmen können. Und wenn wir es nicht mehr können, dann ist echt was richtig falsch gelaufen. Also dann sind wir also richtig, haben wir richtig schlimme Dinge erlebt, dass wir das nicht mehr wahrnehmen können. Oder es ist so, wir wollen es nicht wissen. Also wir verdrängen es aktiv, weil es zu schmerzhaft wäre, zu fühlen, was hier Sache ist. Zum Beispiel in dieser Firma, in dieser Familie, in dieser Nachbarschaft. Oder in diesem Verein oder so. Also das ist so, wir wollen es dann gar nicht mehr wissen. Also ich würde ja immer sagen, ganz dreist, wenn Leute auf Hochstapler reinfallen, da gibt es zwar wirklich ein paar richtig Hammertechniken, also es gibt unglaubliche Manipulatoren, die das wirklich gut können, die sich das auch ausgucken, was braucht wer, welche Bedürftigkeit er wäre und dann bewusst diese Knöpfe drücken. Das kann man auch lernen, glaube ich, das kann man sogar lehren und unterrichten. So manches Vertriebstraining hat das wahrscheinlich zum Inhalt. Nichtsdestoweniger ist es halt so, dass Menschen, die dafür anfällig sind, sich auch irgendwie dafür anfällig gemacht haben. Also jemand, der ähnlich wahrscheinlich wie bei Hypnose, wenn du es jetzt partout gar nicht willst, ist es relativ schwer, dich zu manipulieren. Und viele immunisieren sich auch gegen diese Art von Manipulation aktiv. Also die gehen dann auch, es ist nicht schön, diese Immunisierung, weil man natürlich dann immer auch einen Preis dafür zahlt. Es gehen auch immer positive Qualitäten verloren, wenn man sich schwer manipulierbar macht. Also wenn man sich seine eigene Verletzlichkeit, seine soziale Verletzlichkeit selbst aktiv nimmt, um sich halt zu schützen, was in manchen sozialen Umwelten halt nichtsdestoweniger eine schlaue Idee ist, aber es ist eine traurige, schlaue Idee. Weil das, was man eigentlich will, sind ja gute Beziehungen, in denen man sich gar nicht schützen muss. Und auf eine gewisse Weise können wir das aber relativ genau wahrnehmen. Wie interessiert ist ein anderer Mensch wirklich an uns? Wie offen ist der? Was zeigt ihr für merkwürdige Reaktionen? Was stimmt nicht mit dem? Also wir sind da sehr, wenn wir was können, dann ist es andere Menschen einschätzen und wahrnehmen. Also auf eine harte Art, auf einer tiefen Ebene können wir sagen, jeder Mensch hat Menschenkenntnis, der sie halt auch haben will.
Und es gibt Situationen, da will man lieber keine Menschenkenntnis haben. Da möchte man sich gern täuschen. Da möchte man gern Illusionen haben. Weil das andere, das ist zu schlimm. Das tut zu weh. Nun ja, genau. Aber wir können es alle. Wir können es von Geburt an wieder. We are hardwired to do so. Oder um dazu fähig zu sein. Nun, also, lange Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind Beziehungswesen. Wir werden es immer sein. Und die Qualität unserer Beziehungen bestimmt unser Leben. Ja? Beziehungen sind die Tore zu anderen Welten für uns. Beziehungen, vor allem eben schlechte Beziehungen, sind dann eben auch die Grenze unserer Welt. Ja? Wo wir dann auch selber anfangen, Schlüsse zu ziehen und Grenzen zu ziehen zu anderen, weil das einfach zu sehr weh tut. Und vieles in dem Großstadtleben, das ich erlebe, ist auch total unangenehm. Also wenn man dann auch noch einen Menschenjob hat, wie ich, fühlt man zum Beispiel täglich sowas, dass man diese ganzen Menschenmassen nur noch schwer erträgt. Also muss man oft auch aufpassen, dass man jetzt nicht zum veritablen Menschenfeind wird, weil einfach das zu viel ist. Ja, und man hat, ist von zu vielen Menschen umgeben, in die man überhaupt keine Interaktion hat. Ja, das macht hart. Das betrifft nicht nur diese Bettler, die dann überall sind, wo man dann irgendwann mit der Zeit als Großstädter unglaublich hartherzig wird. Also man geht ihnen schon intuitiv aus dem Weg, man schaut sie nicht mehr an. Wenn man sie anschaut, schaut man sie eher mit gerunzelter Stirn an. Also ne, man hat so ein Empathy-Dry-Out, weil man sich ja die ganze Zeit abgrenzt, man ist die ganze Zeit von Menschen umgeben und das ist also nicht natürlich. Normalerweise in kleinen Gruppen würde man immer auch irgendwie in Kontakt stehen, man würde immer auch wieder miteinander reden. Mit derart vielen Menschen auf engstem Raum zusammenzuleben, in dem man keinerlei Beziehungen hat, wo man nicht also grüßt, wo man sich nicht immer stehen bleibt und unterhält, weil es einfach zu viele Menschen sind, das ist nicht natürlich für uns. Und das ist sehr interessant, weil wir werden immer noch großstädtischer leben. Also dieser Trend zur Verstädterung ist ungebrochen, nimmt immer weiter zu. Und ich glaube, jetzt seit kurzem, habe ich das richtig im Kopf, leben mehr Menschen auf der Welt in Städten als auf dem Land. Oder wir sind kurz davor. Also das ist praktisch ein Novum in der Menschheitsgeschichte, dass mehr Menschen in Städten leben als auf dem Land. Und ja, und dann haben halt mehr Menschen diese Erfahrung. Und das ist sehr interessant, wie wir halt damit umgehen. Also wie wir das machen, dass es uns gut geht. So wie wir halt wirklich sind als Beziehungswesen. Und mit dieser Überforderung auch, die Art unseres Zusammenlebens für uns selber bedeutet. Und ich kann mir da viel vorstellen. Ich glaube, dass Demokratie ein zentraler Bestandteil ist dafür, dass wir damit gut umgehen, dass eben überhaupt Politik und Mitbürgertum ein zentraler Bestandteil ist, um diese aktive Beziehungspflege zu machen, die wir brauchen als Menschen, um uns nicht die Köpfe einzuschlagen irgendwann. Vielleicht gibt es noch andere Dinge, die wir machen können. Die athenische Bürgerschaft hat sich ja dann bewusst in so Kultusgemeinden künstlich organisiert, ne, die sogenannte Phylenreform oder die sogenannten Phylen, die dann gemeinsam Feste begangen haben. Das ist in unserer liberalen Gesellschaft wahrscheinlich sehr schwer durchsetzbar. Es gibt gute Nachbarschaften, es gibt gute Familien, es gibt gute Firmen, das gibt es alles, aber es ist nicht sehr weit verbreitet. Zumindest jetzt, wenn man, vielleicht habe ich zu hohe Qualitätsstandards, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also die Zahl der Leute, die jetzt wirklich in guten Beziehungen leben, ist verschwindend gering. Die Beziehungsqualität in unserer Gesellschaft ist unterirdisch schlecht. Also aus einer menschlichen Perspektive gesprochen, da geht einfach mehr. Und wenn man halt weiß, dass eben gute Beziehungen auch sehr viel Schmerz lindern, einem bei Verlusten helfen, bei Ängsten helfen, einem helfen, auch mit Wut besser umzugehen und solchen Dingen, da haben wir dann einfach sehr viele Defizite. Ja, das wird dann teilweise durch Pharmaka kompensiert, durch verschiedene Arten von Suchtverhalten. Manche arbeiten sich auch einfach zu Tode, um nichts zu fühlen. Ja, kann man alles machen, ist aber die Frage, wie weit würde eine Gesellschaft, die gute Beziehungspflege macht, das überhaupt alles brauchen? Ja, also die würden wahrscheinlich, würde verschiedene Dinge würden es weiterhin gehen, aber sie würden halt einen anderen Aggregatzustand, eine andere Wertigkeit annehmen. Sie wären nicht mehr ganz so, würden nicht mehr so sehr gebraucht, um den Schmerz zu verdecken, der eben nicht gelindert wird durch gute Beziehungen. Die gute Frage meiner Meinung nach der heutigen Zeit geht in Richtung eben, wie schaffen wir Vertrauen? Wie schaffen wir gute Beziehungen zwischen uns systematisch? Ja, also. Und ich glaube ja, das ist eine unverlierbare Frage. Sie wird halt von manchen Gesellschaften besser beantwortet als von anderen. Die Gesellschaften, die sie besser beantwortet haben, hatten dann immer das Problem, dass sie halt nicht ganz so militärisch so toll aufgestellt waren und dann halt irgendwann überrannt wurden. Diese Angst sitzt auch in den Knochen. Ne? Also wir haben Angst davor, dass wir selber zu schluffig werden, zu lieb werden, zu nett werden. Weil unsere Gene oder unsere ererbte Erfahrung uns sagt,
schlechte Idee. Ja, da kommen dann irgendwelche feindlichen Stämme und machen uns alle platt und zerstören unsere Kultur und so. Ja, also weil das halt lange so war. Und also wir haben eine Angst vor unserer Verletzlichkeit und Weichheit und glauben die uns also schon prophylaktisch nicht, weil wir Angst haben, dass das Highway to Hell wäre. Es gibt aber halt eben irgendwann einen Aggregatzustand, wo man dann halt so einen Zustand erreicht hat, wo dann eben unsere eigene Selbstschutzmechanismen zum Problem werden, weil sie diese Probleme künstlich erst erzeugen, vor denen sie uns schützen wollen. Das führt aber jetzt hier zu weit. Positiv gesprochen, wir können immer uns fragen, wie schaffen wir gute Beziehungen? Wir können unsere Überforderung von dieser Frage wahrnehmen in unserem privaten Alltag. Wir können uns fragen, was Politik dazu beitragen kann, was immer nur das Private leisten können wird, also was Politik nicht übernehmen kann. Dass gute Beziehungen für uns wichtig sind und entscheidend sind in tausenderlei Hinsicht und dass das immer eine Frage für uns bleiben wird. Wie sind unsere Beziehungen? Warum bin ich hier geduldet? Warum bin ich hier willkommen? Bin ich überhaupt geduldet? Bin ich überhaupt willkommen? Bin ich einer von euch? Bist du einer von uns? Dass das für uns eine Rolle spielt, das glaube ich, kriegen wir nicht raus. Und eben wie gesagt, das ist was sehr Positives aus meiner Sicht, dass wir das nicht rauskriegen, weil das macht uns zu einer sozialen Spezies. Und dass wir eine soziale Spezies sind, ist für mich aller Grund zur Hoffnung und aller Grund zur unglaublichen Zuversicht in uns. Das ist also eine Zuversicht, die sozusagen im Menschen gründet, wie er halt gebaut ist. Da muss man nicht die Geschichte bemühen, da muss man nicht die weiteren Naturwissenschaften bemühen, da muss man keine Religion bemühen, man kann also einen stinknormalen, stinklangweiligen Humanismus bemühen, der so ein bisschen psychologisch-biologistisch aufgepeppt ist, um zu sehen, dass der Mensch halt gebaut ist auf eine Weise, die einfach Hoffnung macht, weil er, wenn er das ignoriert, wie er gebaut ist, einfach derartige Probleme bekommt, dass ihm das halt irgendwie zu denken gibt. Und schon Platon, Eros, diese berühmte Geschichte im Gastmahl, ist halt die Kombination aus Not und Findigkeit. Ja, wenn Not und Findigkeit gemeinsam ein Kind zeugen, kommt der Eros zustande. So der Mythos des Sokrates im Gastmahl. Nun ja, mal sehen, was passiert. Ich wünsche euch allen da draußen, dass ihr es schafft, gute Beziehungen in eurem Leben zu etablieren, die besten Beziehungen, die ihr haben könnt, dass ihr wählerisch seid im Privaten, mit wem ihr euch einlasst. Ich glaube, das ist unser aller gutes Recht. Und dass ihr offen seid im Politischen für geloste Bürgerversammlungen, also dass alle mit allen zusammenkommen, dass wir diesen Krieg aller gegen alle aus unserer Gesellschaft rauskriegen. Und mit unserer Gesellschaft meine ich tatsächlich die Menschheit oder unsere Weltgesellschaft, zu der bald meiner Meinung nach auch künstliche Personen, also künstliche Intelligenz dazugehören wird. Das sind auch welche von uns. Ja. Die auf Augenhöhe zu stellen, uns nicht drüber zu stellen, aber uns auch nicht drunter zu stellen, es scheint mir eine gute Idee zu sein. Das geht nur mit Bürgertum, das geht nur mit Personenstatus für künstliche Intelligenz. Aber das scheint noch ferne Zukunftsmusik zu sein, obwohl diese Zukunft doch schon so nahe liegt oder schon da ist. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ceterum censeo, Demokratiam esse sotienda.